Hallihallo, meine lieben Freunde, und wieder einmal heiße ich euch alle da draußen herzlich willkommen zurück zu The Witcher 100 Night. So. Ohrmuscheln drauf und los geht die Chose. Meine Kopfhörer sind kaputt. So, wo sollen wir jetzt hin? Wo könnte das letzte Abenteuer auf uns warten? Die letzte Distortion, die wir einreißen müssen? Und ich tu mal so, als hätte ich nicht vorher gespeichert und ein paar Mal rumgesucht und rumprobiert, wo es sein könnte. Und würde sagen, hier ist doch ein ganz guter Ort, um es mal zu versuchen. Amataya Bridge. Okay. Oh, ich erinnere mich. Hier haben wir gegen den Toto Pepe in seiner Monsterversion gekämpft. Oh, es ist wirklich so dunkel. Ich sehe gar nichts. This is the final location. If you're going to guide me, do it. I'm in a hurry. Oh, I see. I understand, of course. Visco? Hmm? What? Without any warning? How rude. Toru, why wasn't I told that Visco was here? Of course Visco is here. This is the castle, after all. You're doing this on purpose, aren't you? Being cruel is a witch's job, no? According to the witch doctrine. Ugh, shut up! Now it's pretty obvious to me that your personality sucks ass. Likewise. What are you two doing? And what business do you have here, witch? You're not evil, are you? Visco, listen up. I will revive you. Just wait a little bit longer. Revive? What? What are you saying? You died. Nonsense! Don't just write me off. Besides, as a knight working for the kingdom, I'm prepared to lay down my life. And if I did die on some whim, I wouldn't want to be revived anyway. Don't mock me. What? First of all, I don't know anyone like you. What are you scheming? You really don't know who I am? Metalia, this Princess Biscol is not the same Biscol that you once knew. Don't talk down to me. I figured that much out. No, you didn't. That's why I said that. Prioritize returning to your world. You! Her witch is trying to trick the kingdom with her sweet words? If so, I'll punish you. Right here. What'd you just do? Calm down. She needs to get some sleep. We don't want her getting too loud. Or maybe because this is a temporary world, you'd like to rub your hands all over her. Mann, was ist nur immer mit euch los? Könnt ihr nicht mal einfach normale Gedanken teilen mit der Welt? Und müsst ihr immer so... Immer diese...
Lesben-Action oder diese anderen Andeutungen, die ich überhaupt nicht hören will. As if I'd want to do something like that. Then please, shut up. You want to revive your precious Visca, right? Know this. Right now, you need to remove this world's Princess Viskol from your life. That should help you to save the Princess Viskol from your world. What are you trying to say? This world's destined to disappear. It's not even a world. It's my world that I created from nothing but dust. Are you criticizing me for choosing to destroy what's mine? No. I just want you to remember this. A human's life will not be returned if you just mess around with the world they live in. That's all. Let's set that sob story nonsense aside and talk about something more prevalent. This is the final location. Destroy this place, and you should be able to return to your original world. And what are you gonna do? What were you doing in the Medea I'm from in the first place? It's not that I exist here in this other Medea necessarily. Well, neither here nor your Medea, really. Huh? Think of me as a mirage being projected from another world. I don't get it. I figured you wouldn't. Now then, I hope you're prepared. Even if you're not, they won't wait for you. I'll ask you one final question. Why don't you call yourself Metalia? You're just another me, right? How can I call myself that if you're here? Hä? Das ist niemals Metalia. That is your name, Metalia. I see. Just wait for me, Visco. I'll definitely save you. Definitely. This is the final distortion. We can create the seventh wedge here. Yeah. Und 100 Knight ist wieder voll in Action. Okay, als allererstes hier. Und jetzt gibt's gleich. Ist so lächerlich. Yeah! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, Leute? Oh, ich werd's ihm so geben. Dem Affen. Oh yeah. Geh fischen, Alter. So, das war's für ihn. So, nächste Herausforderung. What? Huh? 100 Knight transform into something completely different? What? Ultra Digitation. Nee. Okay, Kapitel 12 endet. Wir speichern mal. Okay, ich bin jetzt mal gnädig und speichere jetzt mal irgendwo anders drüber. Ich speichere mal hier drüber.
Okay, jetzt sind wir wieder zu Hause. We're back? The swamp! My swamp! I'm back to my old familiar home! Hundred Knight! You did such a great job! Okay, aber habe ich mich nicht gerade in irgendwas anderes komisches verwandelt? Oh, Master Leah. I thought you went to the capital. Metalia! But anyway, Arlecchino, how many days has it been since I said I was going to the capital? Hmm? How many days, you say? It has not yet been half an hour. I see. Time has rewound a little. As expected of me. Or should I say, us? Okay, wir haben ein wenig auch die Zeit zurückgedreht. Off a perfect job, Hundred Knight. Yeah, alles für meine Herren. Did something happen? Visco died. What did you say? But she should be fine now. Hmm? But our enemies still exist. We have to hurry. Hundred Knight, to the capital! Master Leah's figure. Huh. Even back in this world, it seems like I can inhabit your body without a problem. Hundred Knight, we'll prevent that tragedy. We're going to save Visco. Epilogue. The witch and the witch and the witch. Oh! The Witch and the Witch and the Witch. Also es geht jetzt hier mit drei Witches so richtig rund, oder? Cool. Jetzt sind wir wieder original zu Hause. Yippie, ich freue mich. Es ist hell. Ich kann wieder sehen. Keine dunklen Flecken und Schatten mehr. Wo sich sonst was verstecken könnte. Ich bin wieder da. Ah, schade. Ich habe gedacht, dass wir in der anderen Welt, wenn wir da das Schwert rausholen, dass es hier in dieser Welt noch vorhanden ist, hätten wir jetzt nämlich 200 Night Demon Blades, was auch immer, haben können. Aber das zählt offenbar nicht. Living Room, gucken wir mal, was so zu Hause abgeht. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht die Gegner etwas stärken sollten. Irgendwie fände ich die Idee schon ganz cool. Best Impact Weapon? Back for the Best Impact Weapon? Hä? Release Nideka? The Best Impact Weapon? Heavy Metal Demon Omega? Das ist doch der Hammer, ne? Release Nideka. Nideka. Okay, ich meine, wir haben jede Menge. Marshall Snowfield has been released. Was habe ich jetzt getan? Oh Gott, nein, was habe ich getan? Okay, jetzt speichern ist wahrscheinlich dumm, weil jetzt habe ich schon ruiniert. Moment.
kurz mal geguckt. Item. Heavy Metal Demon Omega. Das da haben wir bekommen. Mhm. Okay. Der Ultimate Destructive Hammer. Smash, smash, smash. Ich glaube, wir dürfen schon wieder verkaufen. Oh Gott, schon wieder so viel Weed. Und hier ein Panfried und... Okay, den Green Spirit lasse ich mal. Den klebrigen Gäse, den kann ich auch weghauen. So, wie sieht's aus? Oh, sehr schön. Ich habe so viel Käse, ich weiß auch... so viel Quatsch-Items. Ich weiß gar nicht mehr... Ja, puh. Hot Space, Standardschwert. Das kann ich eigentlich wirklich wegwerfen. Also inzwischen kann ich wirklich so ziemlich alles wegwerfen. Oder verkaufen. 800 hier. Unser gutes Lazy Soul Shard, Sort 9. Ich weiß noch genau, wie wir es bekommen haben. Auf Mount Asbrocken. Ja, aber inzwischen ist es halt auch ein alter Hut, ne? Gott, Hot Rock Massacre Sword 11. Kann ich auch schon wieder verkaufen. Mann. Blackened Sword. Es ist wirklich so grausam. Demon Blade Omega, wirklich, das ist... Guckt euch die Waffe an! 3620. Und das gute Epische habe ich schon gleich auf 4000 gelevelt. Geh mal hier so durch. Das sollte dann schneller gehen. Hier ist Sturdy Hammer. Der kann weg. Der da ist schlechter. Der kann also weg. Boah, Moment mal. Ich krieg nur 10 Geld dafür. Für die beste Waffe im Spiel? Nee, den verkaufe ich nicht. Hier, People's Lens 1. Level 1 mit 8 Schaden kann ich für 30 Mücken verkaufen. Und hier für 4000 mit 4444 Schaden. Omega-Waffe kriege ich nur ein Drittel davon. Also wie lächerlich ist das denn bitte? Oh Gott, Erwachsenenunterhose. Wirklich? Wie viel sind das jetzt eigentlich? 27 Millionen. Wir haben 27 Millionen. Gibt's dafür was Vernünftiges? Nee. Oh, der hat aber viel. Mehr als sonst, oder? Wie lächerlich. 1024 Schutz. Das ist wirklich nicht zu empfehlen. Okay, 390, da haben wir schon wieder Platz. Für ordentlich Loot. So,
So, was müssen wir... Wir müssen jetzt zum Schloss, glaube ich, ne? Marcia Snowfield. Diese Insel wurde lange vergessen. Sollen wir da hin? Das haben wir gerade gekauft. Aber wir müssen eigentlich... Genau, wir müssen eigentlich hier irgendwo hin. Aber das riecht halt jetzt alles nach Ende. Ich glaube, wir gehen erstmal hier hin. Und gucken mal, was das ist. Hätte ich das vorher schon kaufen können? Wieso kann ich jetzt eine zusätzliche Karte kaufen? Oh, Schnee, cool. Ich glaube, so ein richtiges Frozen Snow. Ich glaube, so ein richtiges Schneelevel hatten wir bisher eigentlich noch nicht, oder? No, bist du des Wahnsinns? Ein magischer Stein, der mein Weiterkommen verhindert. Aber ich glaube, wir können eh... Wir sind Level 99, wir können jeden Stein brechen. Ah, verdammt, ja, ich brauche bei dem brauche ich ja dickfetten Hammer. Moment mal, ich... Oh Mann, dass man die immer wieder neu sagen muss. Nach Schaden. Genau, hier, da habe ich nämlich einen viel besseren. Ich habe den Lost Heavy Metal Demon. What? Das war jetzt ein Scherz, oder? Da rührt sich hier gar nichts. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, Leute. Das dauert mir schon irgendwie ein bisschen zu lang.
Gleich haben wir die Hälfte. Okay, der Gegner ist zwar Level 78. Aber... Come on. Jetzt mal ernsthaft, Leute. Das ist doch... Ich habe eine super Omega-Waffe. Hallo? Geht's noch? Ich ziehe das jetzt voll durch. Diesen einen einzigen Golem da, den werde ich jetzt runterknüppeln. Mann, treff ihn doch! Nepp-Golem. Wir haben eh schon zwei Drittel geschafft. Ich könnte es mir jetzt einfach machen und ihn einfach verputzen, aber das mache ich nicht. Ich holz ihn jetzt wirklich runter. Oh nein, Mist, verdammt! Ah, oh, ich Idiot! Mann, bin ich blöd, Alter. Nein, ich hatte den blöden R1-Knopf gedrückt. Zum Anvisieren. Und... Na scheiße, egal. Den haben wir auf jeden Fall erledigt. Hier, guck mal. Diese hier kann ich ganz normal wegsammeln. Und bei dem Golem dauert das 1 Million Triade, Triaden, Triaden, was weiß ich, wie viel Triadenjahre. Digga, lass mich mal hier. Antimagischer Klumpatsch. Nö, blöde Kack-Golemse. Oh, nochmal. Ne, lass mich mal das da. Nein. Nochmal. Dahin. Sehr gut. Er hat voll draufgehauen, Idiot. Oh, erst 3%. What? Alter Schwede. Das ist mal ordentlich. Okay, ich hör's bummern.
4000 Erfahrung gibt so ein Mongo. Und ich holz die relativ schnell um. Also das macht definitiv Laune. 2600 Erfahrung. Ich glaube, das hier ist ein guter Spot zum Erfahrungspunkte farmen. Hier kriegt man wirklich gut Erfahrungspunkte. Dafür, dass man die Gegner mit Ausnahme der Golems natürlich, aber so kriegt man die Gegner wirklich schnell umgeholzt. War doch keine Herausforderung, bitte. Da drüben die Insel, die muss ich mir natürlich noch vorknöpfen. Oh, hier ist ein Dorf. Schön. Ach so, ein Dorf, das nur aus zwei Häusern besteht. Okay. Slave Lands. Alpha. Wie Alpha? Hm.
What? 10 Schaden. Was ist denn das für ein Abfall? Wieso kriege ich hier in diesem Gebiet so eine lumpige Waffe? Die haben doch hier was Falsches geraucht, oder? Na gut, okay, meine Lieben, wisst ihr was? Ich würde sagen, für diese Folge von mit The Witch in the 100 Night belassen wir es dabei, wo wir jetzt gerade sind. Ups. Controller, bitte tu nichts, was du später bereuen wirst. Ja, wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich werde jetzt hier ein wenig, denke ich mal, die Karte noch aufdecken von Lost Nedegaika oder wie das hier heißt. Marshall Snowfield. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall mit einer aufgedeckten Karte in den Marshall Snowfields wieder. Ich hoffe, euch dann wieder mit begrüßen zu können und wünsche euch jetzt noch wie immer eine schöne Nacht, einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.